endlich klappt es mal wieder, ne? Ja, es hat echt viel zu lange gedauert. Ja, und ja, was gibt's so Neues bei dir? Ja, wir planen gerade zu Hause einen Umbau. Ach echt? Sonst eigentlich nicht viel. Cool. Bei dir? Ja, bei mir ist auch nicht viel los. Nee. Aber weißt du, was da hinten eigentlich los ist? Ja, das ist die Baumesse. Die ist dieses Wochenende hier neu. Ja, wollen wir mal gucken gehen? Ja, komm, schauen wir uns das mal an. Cool. Dieses Wochenende macht die Baumesse halt in Neuss. Genau, vom 15. bis zum 17. Oktober findet hinter mir am Rennbahnpark die Baumesse statt. Zentral zur Stadtmitte gelegen werden rund 15.000 Besucher erwartet. Und am Eingang, da warten sie schon alle ganz gespannt auf den Einlass. Also lasst uns mal schauen, was da so los ist. Genau, kommt mit. Hier direkt am Eingang kommen die Besucher zahlreich. Einer von ihnen ist der Rentner Hans-Georg. Hallo Hans-Georg. Hallo Gina, schön dich hier zu treffen. Bist du heute zum ersten Mal hier auf der Messe oder warst du im vergangenen Jahr schon einmal hier? Ich war im vergangenen Jahr schon mal da gewesen und ich fand das außerordentlich interessant und darum bin ich auch in diesem Jahr wiedergekommen. Ja, und der Hans-Georg ist nicht nur ein Besucher, sondern stellt heute auch die Aussteller auf den Kopf. Hans-Georg, dann begib dich doch schon einmal zu deinem ersten Opfer. Doch zunächst waren wir eben schon bei den kleinen Süßen. Ich rede nicht von Hans-Georg und auch nicht von Tieren. Ich rede von, na klar, dem schnuckeligsten Ort hier auf der Baumesse. Das Kinderparadies. Nicht nur Paare und einzelne Besucher finden den Weg zur Baumesse, sondern auch Familien mit ihren Kindern. Nun steht eine Mutter neben mir, die ihr Kind ins Kinderparadies abgibt. Frau Wodin, wenn Sie über die Baumesse laufen, haben Sie dann Bedenken, Ihr Kind abzugeben oder haben Sie Sorgen um Ihr Kind? Ich denke mal schon, dass das hier gut aufgehoben ist und kann ich nämlich in Ruhe an den Ständen mich informieren. Das freut mich. Dann werden wir uns das jetzt mal angucken. Kommt mal mit. Was macht ihr denn hier? Alles Spaß im Rattenhaus. Habt ihr das schon öfter gemacht? Oder? Ja. Und gefällt es euch hier im Kinderparadies? Ja. Schön. Wart ihr denn schon auf der Baumesse? Ja. Auch schon? Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich spiele jetzt noch ein bisschen mit den zwei weiter und das war's auch von mir. Bis dann. Herr Zöpfen sagt uns jetzt mal oder wird uns berichten, was es also neu am Markt gibt. Was gibt es Neues, wo man sparen kann? Auf dem Sektor der Heizungstechnik haben wir seit einigen Jahren die Infrarotheizung auf dem Markt. Ist das auch energiesparsam? Es ist energiesparsam. Aha. Ich würde sagen, Sie liegen damit zurzeit auf den Kosten einer Niedrigenergie-Gastherme, würde ich sagen. Oh, ja, dann sage ich mal danke. Und das sind die Infrarotheizsysteme der Firma Heizkraft. Ja, wunderbar. Falls wir das noch nicht also erwähnt haben. Die Firma Heizkraft ist auf jeden Fall. Unser Hans-Georg braucht jetzt erstmal eine Erholung. Deswegen haben wir jetzt erstmal genug gehört. Was die Besucher zu sagen haben, das hören wir uns jetzt mal an. Wie gefällt Ihnen denn die Baumesse bis jetzt? Ganz gut. Ich war allerdings auch schon mal in Düren auf der Baumesse. Die fand ich noch größer und von daher noch ein bisschen informativer. Aber das Konzept gefällt mir gut. Interessieren Sie sich für ein bestimmtes Gebiet? Ja, wir renovieren gerade und suchen was zur Dämmung. Und so zu allgemeinen Türen, Fenster. Was gefällt Ihnen denn besonders gut? Die Auswahl. Es sind viele vertreten, viele Themen. Ja. Das ist super. Waren Sie denn vorher schon mal auf einer Baumesse? Auf einer generellen Baumesse nicht. Wir waren mal in Krefeld auf der Landesausstellung. Ist ähnlich, aber mit mehr Themen. Nicht nur Bauen. Würden Sie denn nochmal wiederkommen? Wir würden nochmal wiederkommen, ja. Das freut uns. Ja, jetzt musste ich mich aus der warmen Ecke von dem Heizenergiesparmodell entfernen und werde mich jetzt der Sicherheit widmen, Sicherheitstüren und Sicherheitsüberwachungskameras, die eine höhere Sicherheit fürs Haus garantieren. Wollen wir mal gucken, wen wir dazu sprechen. Was heutzutage schon Standard ist, ist die Kamera bereits im Türspion eingebaut. Der warmen Sicherheit widmen, Sicherheitskameras, die entfernen, Sicherheits